Hallo zusammen und ganz herzliche Grüße aus dem Wald, unserem größten Klimaschützer. Lebe vom Ertrag und nicht von der Substanz. Was das bedeutet, das wissen Land- und Forstwirte nur zu gut. Es bedeutet ihr Überleben, es bedeutet unser aller Überleben. Sie rechnen nicht in Quartalen, sondern in Generationen. Land- und Forstwirte verstehen Nachhaltigkeit ganzheitlich. Nicht alleine nur als Ökologie, sondern gepaart mit ökonomischer Tragfähigkeit und sozialer Balance. Was konkret bedeutet Nachhaltigkeit für die Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik, die ich mache? Es bedeutet zum einen, erstens, dass wir Ressourcen wertschätzen und nicht verschwenden. Stichwort Reduzierung von Lebensmittelverschwendung. Zweitens, dass wir Land- und Ernährungswirtschaft intelligent weiterentwickeln. Stichwort Digitalisierung und Präzisionslandwirtschaft. Und drittens, dass wir unsere natürlichen Verbündeten im Klimaschutz aktivieren. Das sind unsere Böden, das sind unsere Wälder. Wir haben deshalb in meinem Ministerium einen 10-Punkte-Plan erarbeitet mit ganz konkreten Maßnahmen. Vom Schutz des Moorbodens über Energieeinsparungen, Gartenbau, über eine emissionsarme Tierhaltung, über den Humusaufbau im Ackerland sowie der Stärkung unserer Wälder, über die Reduzierung von Lebensmittelabfällen bis hin zur Förderung eines regionalen und nachhaltigen Konsums. Und wir fördern auch Forschung. Forschung und Anwendung bei nachwachsenden Rohstoffen. Autoreifen aus Löwenzahn, Gummistiefel aus Mais oder zum Beispiel Fahrradhelme aus Holzfasern. Und Holz ist ein gutes Stichwort. Unbestritten, unser Klimaschützer Nummer eins, das ist der Wald. Wald, der bewirtschaftet wird, bindet CO2 und nicht nur im bestehenden und wachsenden Wald. Er liefert uns den bedeutendsten nachwachsenden Rohstoff, das Holz. Holz speichert den Kohlenstoff oft über Jahrzehnte in Möbeln, Dachstühlen oder ganzen Häusern. Aber wir alle wissen, der Zustand unserer Wälder ist dramatisch. Um im Klimawandel zu bestehen und uns beim Klimaschutz zu helfen, dafür müssen wir unseren Wald wieder stark machen. Deshalb setze ich auf klimaresiliente Mischwälder, auf Naturverjüngung, aber auch den Impuls der Pflanzung. Denn wir alle brauchen den Wald, unsere grüne Lunge. Und jetzt braucht er auch uns. Schadholz muss geräumt werden. Schutz vor Schädlingen, standortangepasste, stabile Baumartenpflanzen. Und deshalb nehmen wir als Bundesregierung, als Große Koalition 1,5 Milliarden Euro in die Hand. Wir wollen sie investieren in die Zukunft des Waldes, in eine gute Zukunft des Waldes, die enkeltauglich ist. Und jeder Baum, der jetzt nicht gepflanzt wird, der ist eine verpasste Chance. Und unsere Enkel und Urenkel, denen wird genau diese Chance fehlen. Nachhaltigkeit, auch Klimaschutz, da sind wir alle gefragt, als Verbraucherinnen und Verbraucher. Lebensmittel wertschätzen, statt sie wegzuwerfen. Darum geht es. Wir leben in einer Welt, in der rund ein Drittel aller produzierten Lebensmittel im Müll landen, während 700 Millionen Menschen weiterhin Hunger leiden. In unseren Lebensmitteln stecken kostbare Ressourcen, Wasser, Energie, Rohstoffe, aber auch Arbeitskraft, Sorgfalt und Herzblut. Und gleichzeitig entstehen durch Lebensmittelabfälle und Lebensmittelverschwendung Treibhausgasemissionen. 8% der weltweit anfallenden Menge. Und Lebensmittelverschwendung setzt daher nicht nur unsere Erde unter Druck, sie ist schlichtweg ethisch auch nicht vertretbar. Und deshalb haben wir uns verpflichtet, die Lebensmittelverschwendung pro Kopf zu halbieren und Lebensmittelverluste entlang der gesamten Produktions- und auch Lieferkette zu reduzieren. Wir erfassen die Höhe der Lebensmittelabfälle und so können wir nachvollziehen, wo Schwierigkeiten sind. Das Spenden von nicht verkauften Lebensmitteln wurde erleichtert und wir fördern Forschung und auch Innovation. Wir haben die nationale Strategie zur Reduktion der Lebensmittelverschwendung in der Bundesregierung erarbeitet. Ich habe sie vorgelegt und in diesem Jahr findet erstmalig der internationale Tag der Aufmerksamkeit für Lebensmittelverluste und Verschwendung statt. Denn es braucht vor allem eins: mehr Wertschätzung. Aber auch für unsere Produzentinnen und Produzenten. Und da bin ich bei den Landwirten. Landwirte, das sind Praxisklimaschützer, weil sie tatsächlich CO2 speichern können. Im Gegensatz zu Theorieklimaschützern, die viel fordern, aber kein Milligramm CO2 aus der Luft holen.
Und wir arbeiten mit dem Berufsstand durch Forschung, Digitalisierung und Förderung daran, Artenvielfalt zu fördern, Energieverbrauch zu reduzieren und Emissionen einzusparen. Ein Beispiel: Stickstoffüberschüsse werden verringert und Ammoniak- und Lachgasemissionen aus den landwirtschaftlichen Böden vermindert. Gülle wird energetisch genutzt und damit fossile Energien werden damit ersetzt. Wir bauen den Ökolandbau ambitioniert weiter aus. In der Tierhaltung forschen wir an besonderen Fütterungsmaßnahmen, um den Methanausstoß von Wiederkäuern zu verringern. Denn eine nachhaltige Landwirtschaft arbeitet so, dass die schädlichen Auswirkungen auf Klima, Boden, Wasser, Luft und Artenvielfalt ab und das Wohl der Tiere und die Gesundheit der Menschen zunehmen. Sie stellt sicher, dass die grundlegenden Bedürfnisse von heutigen und zukünftigen Generationen befriedigt werden. Sie setzt so wenig wie möglich fossile, nicht regenerierbare Betriebsmittel ein. Und sie wirtschaftet überwiegend regional. Sie sorgt für zufriedenstellende Einkommen sowie für würdige, gleichberechtigte Arbeitsbedingungen für alle in der Landwirtschaft arbeitenden Menschen. Aber wie so immer gibt es natürlich Zielkonflikte bei der Tierhaltung zwischen Klimaschutz und Tierwohl. Weidehaltung führt zu höheren, unkontrollierbaren Emissionen. Oder wenn Landwirte weniger Pflanzenschutzmittel zur Unkrautregulierung einsetzen, müssen sie den Boden meist maschinell stärker bearbeiten. Das wiederum setzt mehr CO2 frei und kann dann zu mehr Erosionen führen. Es geht aber nicht um ein pauschales Entweder-Oder, sondern um intelligente Lösungen. Ich möchte eine sachliche Debatte, die von gegenseitiger Wertschätzung und auch Wissenschaftlichkeit getragen ist. Denn es geht um nichts weniger als Menschen zu ernähren, unser Klima und die Artenvielfalt zu schützen und nachhaltig zu leben und zu wirtschaften. Lebe vom Ertrag und nicht von der Substanz. Denn nur gemeinsam schaffen wir es, die Schöpfung zu bewahren.